ich bin arbeitssuchend und lese deshalb ein Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Ich bin angekommen im Kapitel Epidemiologie und Verlauf antisozialer Persönlichkeitsstörung. Das ist von Michael H. Stone geschrieben worden, von der Park Avenue New York City. Hat den Spitznamen Muschi Michael. Merkt man auch dem Text an. Die Section heißt Antisozialität im Jugendalter und die Subsection bösartig gefühlloser Typus versus impulsiv-aggressiver Typus. Mit dem Begriff Katamnese-Studie kann ich immer noch nichts anfangen. Ich kenne das auch anders, als das hier im Medizinduden steht. Und Epidemiologie kenne ich nur bei der Grippe, nicht bei Antisozialität. Ja. Bösartig gefühlloser Typus versus impulsiv aggressiver Typus. Altersabhängigen Kategorien chronisch persistierend und mit Beginn im Jugendalter umfassen bestimmte Subtypen von Delinquenz, die wichtige prognostische Implikationen beinhalten. Zwei der Subtypen, denen man am häufigsten begegnet, sind der bösartig gefühllose und der impulsiv-aggressive Typus, deren emotionale Temperatur kalt bzw. heiß ist. Geil. Der kann auch über emotionale Temperatur. Eine weitere Kategorie auf der kalten Seite ist der räuberische Aggressor, im Gegensatz zum affektiven, emotionalen, heißen Typus. Spätestens daran merkt man, Muschi Michael hat sie nicht mehr alle. Im Vergleich zur Gruppe der räuberisch-aggressiven oder sowie zur gesunden Kontrollgruppe weisen Mörder des affektiven Typus in der Regel eine geringere präfrontale metabolische Aktivität auf. Steckt mich in den Computer, in den Magnetresonanztomographen und ihr könnt meine Krankheit diagnostizieren. Das ist so ein Denken, das ist so dermaßen daneben, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. So Diagnosen helfen oft. Gerade wenn es darum geht, chronische Kinderficker zu identifizieren und Suchterkrankungen zu erkennen, aber an der Stelle finde ich es einfach nur daneben. Merke. Bösartig gefühllose Kinder und Jugendliche. Jungen sind hier signifikant in der Überzahl, entwickeln sich ebenfalls sehr viel wahrscheinlicher zu chronisch antisozialen Persönlichkeiten. Auch an der Stelle wieder, Mädchen sind die besseren Menschen. Deshalb auch Muschi Michael. Wie aus der Umschreibung ersichtlich, bösartig sowie das Fehlen von emotionaler Verbundenheit, Empathie und Mitgefühl als Schlüsselmerkmale der psychopathischen Persönlichkeit. Übrigens, psychopathisch ist keine offizielle Krankheit. Ich lese mal gerade vor, was dazu im Duden steht. Es ist. Zeig mir die Gene deiner Eltern und ich sage dir, welche psychische Krankheit du hast. So.
Psychopathie. Jemand aus einer erblichen Disposition, deshalb zeig mir deine Gene und ich zeige dir, welche psychische Krankheit du hast. Erblichen Disposition heraus sich entwickelnde Krankhaftigkeit des Gefühls- und Gemütslebens, die sich von der Norm abweichend willenmäßigen oder affektiven Verhaltensweisen äußert, die Psychopathie betreffend. Psychopath, Person mit nicht mehr rückbildungsfähigen krankhaften Erscheinungen des Gefühls- und Gemütslebens, die sich im Laufe des Lebens auf dem Boden einer erblichen Disponiertheit entwickeln. Ich lese nochmal ab dem rauen Kastenwerke. Wie aus der Umschreibung ersichtlich, Bösartigkeit sowie das Fehlen von emotionaler Verbundenheit, Empathie und Mitgefühl als Schlüsselmerkmale der psychopathischen Persönlichkeit entwickeln sie sich mit Erreichen des Erwachsenenalters erwartungsgemäß zu Psychopathen. Erbfaktoren scheinen hier eine ausschlaggebende, that is to say, notwendige, aber nicht immer schließliche Rolle zu spielen. I.I. Ich weiß nicht, warum die da nicht D.H. hinschreiben können. Das heißt, naja. I.E. I.I. notwendig, aber nicht ausschließlich. Rolle zu spielen. Kernspintomographie und andere bildgebende Verfahren verweisen auf Abnormitäten in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Amygdala, Insula, Gyrus temporalis superior, Cingulum anterior. Kann ich nichts mit anfangen. Sind, glaube ich, Hirnregionen, weiß ich nicht genau. An der Stelle fehlt mir das Genie von Muschi-Michael. Die neben dem Erkennen emotionaler Zustände bei anderen, Mentalisierung, bla bla bla, ich sollte diese Klammer nicht mitlesen, auch die Fähigkeit zu Scham und Schuld sowie eine adäquate Angstkonditionierung steuern, die partiell an das Funktionsniveau der Amygdala geknüpft sind. In einer Untersuchung zur Häufigkeit wiesen Herpatz, Wert und andere eine ungewöhnliche Coolness bei Psychopathen nach. Eingeschränkte Mimik und fehlende Schreckreaktion auf Stimuli, die bei anderen Menschen Unbehagen oder Erschrecken auslösen würden. Eine umfassendere Erläuterung der zugrunde liegenden kortikolimbischen Regionen, die für die Regulierung kognitiver, affektiver und motorischer Reaktionen bei normalen versus gewaltbereiten Persönlichkeiten verantwortlich sind, findet sich in Adrian Raines Monographie zur Gewalt. Neben dem bösartig gefühllosen Typus eines schon im Kindesalter einsetzenden antisozialen Verhaltens gibt es jedoch auch einen emotional hyperaktiven Typus. In funktionalen Magnetresonanztomographien ist eine funktional heißt, glaube ich, der Patient lebt noch. In funktional ich meine, danach kann man es auch aufschneiden, um nachzugucken. In funktionalen Magnetresonanz. Hallo Muschi-Michael, du schreibst geil. An der Stelle werden Frauenmuschis wirklich einfach nur feucht. In funktionalen Magnetresonanztomographien ist hier eine Hyperreaktivität beim Anblick ängstlicher Gesichter festzustellen, die sich auf der Verhaltensebene als nur schwer zu kontrollierende reaktive Aggression manifestiert.
Im Vergleich dazu neigen bösartig gefühllose Kinder und Jugendliche eher zu vorsätzlicher Aggression. Was die prognostische Einschätzung angeht, so ist diese bei bösartig gefühllosen Persönlichkeiten weniger günstig. Meist handelt es sich um Psychopathen in statu nascendi, was die therapeutische Veränderung ihrer emotionalen Gleichgültigkeit schwierig macht. In der hyperaktiven Gruppe wiederum können Mood-Stabilizer durchaus Wirkung zeigen, eine gewisse therapeutische Ansprechbarkeit bewirken und in der Folge die Neigung zu antisozialem Verhalten verringern. Jetzt wieder ein grauer Kasten, Merkel. Impulsive Aggression unterscheidet sich von der instrumentellen, geplanten Aggression des bösartig gefühllosen Verbrechers insofern, als sie plötzlich und als Reaktion auf eine vermeintliche soziale Bedrohung auftritt und von wuterfüllten oder anderen heftigen negativen Affekten begleitet ist. So. Die zugrunde liegenden Faktoren erscheinen in erster Linie entwicklungspsychologischer Natur, frühkindliche Vernachlässigung durch die Eltern sowie Umweltdeprivation. Rain liefert eine Erklärung dafür, wie eigentlich betrachtet Vernachlässigung durch die Mutter zu aggressivem Verhalten beitragen kann. Das völlige Fehlen mütterlicher Fürsorge, wie im Falle des Serienmörders Henry Lee Lucas, und jetzt kommt ein Zitat, hatte sehr wahrscheinlich zur Folge, dass wichtige Gene, die normalerweise Gewalt hemmen, bei Lucas abgeschaltet wurden, während Gene, die Aggression befördern, eingeschaltet wurden. Auch hier ein sehr statisches Muster. Gene werden ein- und ausgeschaltet. Und liebe Jungen aus Mädchen und Mädchen aus Hirschheit, das ist alles nur Schwachsinn. Das Genom verändert sich im Laufe eines Lebens. Ihr kriegt eure Geschichte, euer Narrativ sozusagen in die Gene reingeschrieben. Euer Erbgut verändert sich. Und es werden nicht einfach nur Gene aus- und eingeschaltet. So. Muschi Michael, du musst dich ein bisschen mit der aktuellen Forschung beschäftigen. Ist übrigens von 2013 das Zitat, da wusste man das auch schon längst. Einem ähnlichen Ausmaß an mütterlicher Abwesenheit und Misshandlung begegnet man in der Biografie eines Serienmörders, den ich im Todestrakt von Texas interviewte. Tommy Lynn Sells sprach von Gefühlen des Hasses und Wut, die ihn förmlich verzehrten und die nur durch Mord besänftigt werden konnten. Seine Opfer waren in den meisten Fällen Frauen, manchmal auch Babys oder Männer. Einem Opfer die Kehle durchzuschneiden und das Blut herausströmen zu sehen, gab ihm, so Sells, einen Adrenalinrausch, der seine Wut für einige Wochen in Schach hielt, bis ihn der neuerliche Impuls überkam, wahllos ein nächstes Opfer zu suchen.
Er zitiert sich hier selbst aus dem Jahr 2009. Auf der neuropsychologischen, auf neurophysiologischer, nicht psychologisch, physio, das muss man gerade in der Neurologie ganz klar voneinander trennen. So, auf neurophysiologischer Seite hat man festgestellt, dass Serotonin, jetzt kommen wieder die Hormone ins Spiel, meine lieben Muschis, dass Serotonin die Informationsverarbeitung im orbitofrontalen Kortex reguliert und Serotonin-Dysfunktion sowie Serotoninmangel weitere Risikofaktoren für impulsive Aggression darstellen. Patienten mit der Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung neigen in diesem Zusammenhang zu impulsiven, aggressiven Ausbrüchen. Lee und Coccaro zitieren mehrere Untersuchungen, in denen diese Neigung zu Aggressivität durch selektive Serotonin-Wiederaufnehmer oder Antipsychotika reduziert werden konnte. Die Medikamente heißen an der Stelle Olanzapin und Fluoxetin. Fluoxetin und Olanzapin. Olanzapin kenne ich. Das müsste auch. Ich weiß nicht, wo ich es habe. Da liegt es. Medikamente im Test. Also gucken wir mal bei Fluoxetin nach. Das Medikamentenbuch für Verbraucher. Ich hätte beinahe gesagt von Verbrauchern für Verbraucher. Und gucken wir nach Fluoxetin. So, jetzt. Fluoxetin, Beta-L-Pharma, es geht 484 und 498. Da haben wir wieder Angst- und Zwangsstörungen und das heißgeliebte Opipramol, so. Angst- und Zwangsstörung ist das. Fluoxetin mit Einschränkungen geeignet. Steht dabei. Und es ist SSRI, selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer. Mit Einschränkung geeignet bei Zwangsstörungen. Das Mittel wirkt viele Tage lang. Zudem gibt es ausgeprägte Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln. Die empfehlen hier Citalopram, geeignet bei Angststörungen, und Escitalopram, Paroxetin und Sertralin. So, wir können jetzt noch gucken, was der Brite so schlucken möchte.
Indem wir jetzt einfach mal im BNF nachgucken, da wird nämlich auch eine Rangliste gebildet. Fluoxetin 253. Ich beziehe mich übrigens auf den BNF 66. Das Exemplar hat früher Timothy Jarvis vom Shelby War Memorial Hospital gehört. Ich habe es gebraucht über Amazon bezogen. Direkt aus England für den kleinen Dino. So. $2,53, nicht $2,35. So, und wir sind in der Gruppe Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. So, das ist das, was hier. Und Sie empfehlen als erstes, wie die Schriftung war im Test, Citalopram, danach kommt Escitalopram, dann. Und dann kommt als drittes Paroxetin. Paroxetin wollen die nicht so gerne sehen, wie die Stiftung Warentest. Okay. Also es gibt zwei bessere. Und bei der Stiftung Warentest werden auch erst andere empfohlen. Und ich würde an der Stelle eher zu Citalopram und Escitalopram greifen. Was bei der Fluoxetin auch zu beachten ist, man darf es garantiert nicht in der Schwangerschaft nehmen und während man dem Kind die Brust gibt, das Medikament reichert sich in der Muttermilch an, dann darf man es auch nicht nehmen. Hat zahlreiche Nebenwirkungen und auch man kriegt vor allem Probleme mit dem Verdauungstrakt, wenn man die Dinge einnimmt. So. Ich halte, glaube ich, nicht viel von SSRIs. So. Ist mir immer schon mal wieder begegnet. Und Olanzapin ist ein klassisches Neuroleptikum. Die kann man gerade gucken, das interessiert mich jetzt doch. Und BNF unter den Neuroleptikern, wo das auf der Rangliste landet.
als Depotinjektion. 236. Antipsychotic Drugs 421. So, jetzt sage ich, wir wollen immer, dass man mit First Generation Antipsychotic Drugs anfängt. So, da gehört es aber, glaube ich, nicht zu. Nicht zu machen, also First Generation. Second Generation. So, und da gibt es auch wieder eine Rangliste. Die wollen, dass man mit Amisulprid anfängt. Dann geht es mit Aripiprazol weiter, Clozapin. Und dann kommt erst Olanzapin. Das heißt, es ist das vierte in der Rangliste und alternativ werden drei andere vorgeschlagen, die man dem vorzuziehen hat. Ansonsten begeht man in England einen Behandlungsfehler. Schon daran merkt man, die Behandlungsempfehlung und Medikamentenempfehlung von Mushi Michael sind einfach nur komplette Scheiße. So. Wo waren wir? Hier steht auch zum Beispiel, warum er gerade die beiden genommen hat. Ich weiß nicht, von welchem Pharmahersteller der dafür bezahlt wird. Ich könnte jetzt nachgucken, wer das herstellt. Bei beiden Psychopharmaka handelt es sich um Wirkstoffe, die auf neurobiologischer Ebene die frontolimbische Modulierung von Aggression und auf klinischer Ebene das soziale Funktionsniveau verbessern. Geil. Serotonin und Dopamin. Muschis, hier sind wieder die Hormone. Serotonin und Dopamin werden auf das Monoaminoxidase MAO-A-Gen stoffwechselt. Das ist das MAO-A-Gen. Das ist eine wichtige Rolle für die Regulation von Neurotransmittersystem nach Traumata und Bedrohung zu scheinen spielt. Geil, was die alles rauskriegen. Eine geringe Monoamixonidase-A-Aktivität, also das MAO-A-Gen ist nicht aktiv, kann unter bestimmten Umständen ein erhöhtes Risiko für antisoziales Verhalten darstellen. Neben einem potenziellen genetischen Risiko dieser Art nennen die Autoren eine ganze Reihe von Umweltrisikofaktoren, zum Beispiel Armut, häusliche Gewalt, elterliche Ablehnung, Misshandlung durch die Eltern und Ablehnung durch die jeweilige Peer-Gruppe. Geil, Muschi Michael, du empfiehlst die falschen Medikamente und dann hast du das MAO-A-Gen gefunden. Antisoziales Verhalten, auch impulsive Aggression, kann als eine Funktion des Zusammenspiels zwischen Anlage und Umwelt verstanden werden. Caspi, McClay und andere stellen fest, dass Jungen mit einer geringen MAO-A-Gen-Aktivität eher zu antisozialen Verhalten neigen als Jungen mit hoher MAO-A-Genaktivität, die sich wiederum, sie wurden von ihren Eltern, geil, ey,
ihren Eltern oder Bezugspersonen schwer misshandelt. Liebe Jungen und Mädchen aus Höchscheid, das Arschloch muss nur ein Gen finden und feststellen, ob es an- oder ausgeschaltet war, und dann ist die Diagnose klar. In ihren Studien trugen 12% der Männer den niedrigen MAO-A-Genotyp, waren aber für 44% der Gewaltstraftaten innerhalb der Kohorte verantwortlich. Was das genetische Risiko angeht, ganz ehrlich, ich weiß leider, wie Medizinstudien gemacht werden, das kann man alles in die Tonne drehen. Was das genetische Risiko angeht, so entwickelten 85% der Männer mit niedrigem Monoaminoxidase-A-Genotyp, die von ihren Eltern misshandelt worden waren, antisoziales Verhalten in irgendeiner Form. Im Gegensatz dazu gelang es den Männern mit hoher Monoxidase-A-Aktivität, das elterlichen Misshandlungen besser zu widerstehen. Liebe Muschis, mit denen müsst ihr euch paaren. Das heißt, ich glaube, Muschi Michael bietet auch den entsprechenden Gentest für Männer an, und dann wisst ihr, ob ihr mit denen ins Bett hüpfen müsst. Das heißt, die neuronale Hyperaktivität als Reaktion auf Bedrohung war geringer ausgeprägt und somit auch die Neigung zu antisozialem Verhalten. Der Typ ist so banal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Hyperaktives Verhalten für sich genommen, zum Beispiel im Rahmen einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, war kein signifikanter Prädikat für späteres kriminelles Verhalten, sobald es nicht mit einer Verhaltensstörung in der Kindheit einherging. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Hey, ich bin auch erwachsen und entwickle auf einmal eine ADHS-Störung. So. Ist mir noch nie begegnet. Geringe Intelligenz und niedriger sozioökonomischer Status waren hingegen Faktoren, die sich negativ auswirken. Ich war gerade bei einer Episode aus meiner Vergangenheit auf der Station Solingen beim LVR in Langenfeld-Kalkhausen. Nun ist die implosive Aggression keinesfalls nur auf Männer beschränkt. Unter den Frauen, die diese Form der Aggression an den Tag legen, erfüllen aus klinischer Perspektive viele so. Nochmal. Ich höre jetzt gleich auf. Ich werde jetzt nur noch albern. Der Gärtner arbeitet draußen.
Ach ja, und die Borderline-Gestörte ist wieder mit dem Schulbus unterwegs, mit Wuppertaler Kennzeichen, den sie nicht fahren darf. Ich finde das interessant, was mittlerweile in Solingen und Deutschland alles möglich ist. Ich will hier raus. Nun ist impulsive Aggression keinesfalls nur auf Männer beschränkt. Unter den Frauen, die diese Form der Aggression an den Tag legen, erfüllen aus klinischer Perspektive viele die DSM-4-Kriterien einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sowie einer antisozialen Persönlichkeit. Da uns Antisozialität bei Männern so viel häufiger begegnet, lassen sich nur schwer große Kohorten von Frauen finden, anhand derer die hier genannten Faktoren untersucht werden könnten. Eine Ausnahme bilden forensische Populationen in der mit 300 Betten ausgestatteten forensischen Klinik, in der ich tätig bin, sind 40 weibliche Patienten, 13% untergebracht. Die eine Hälfte hat die Diagnose einer Psychose, die andere Hälfte Borderline plus antisoziale Persönlichkeitsstörung. Die Unterbringung war jeweils aufgrund schwerwiegender Akte impulsiver Aggression erfolgt. So. Tschüss.